Marco Habermann, erstmal Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Vielen Dank. Dann ist das Spiel heute aber nicht ganz so geburtstagsmäßig gelaufen, oder? Nee, leider nicht. Wir haben uns fest vorgenommen, heute 3 Punkte zu holen und waren total motiviert. Und hat heute leider nicht gereicht. Haben die Chancen nicht genutzt, was wir gehabt haben. Haben sehr viele Chancen gehabt, aber dann einfach vorne nichts reinkriegt. Und wenn du hinten vorne nichts reinbekommst, dann kriegst du es meistens hinten. Und ja, wie gesagt, es ist halt immer schwer dann. Wenn du keine Tore schießt, kannst du nicht gewinnen. Woran liegt es? Ihr seid jetzt in der Meisterrunde, sagen wir mal, noch nicht so glücklich gestartet. Woran liegt es? Vorher war es zwar auch ab und zu mal etwas schwankend, aber da habt ihr wenigstens doch die Siege gebracht. Ja, man sieht ja, das Wichtigste ist, dass wir Chancen haben. Also wir trainieren die ganze Woche sehr hart, die Jungs sind super drauf. Und irgendwann fällt der Groschen, wo jeder reingeht. Das ist einfach so. Natürlich, man muss immer hart arbeiten für seine Chancen und das machen wir auch. Und ich bin mir sicher, dass das die nächsten Spiele, werden die Dinger reingehen. Mag es vielleicht jetzt in der Meisterrunde auch daran liegen, dass eben jetzt die obere Tabellenhälfte nur die Gegner sind, dass die Gegner eben auch alle sehr stark sind? Oh nee, ich denke eigentlich nicht, weil wir gegen jeden Gegner viele Chancen haben und auch Tore schießen können. Und ich meine natürlich, das Niveau ist jetzt höher, ganz klar, aber trotzdem, wir stellen uns auf jeden Gegner so gut ein wie möglich. Und ja, wie gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir vorne die Dinger reinhauen. Jetzt haben die Fans nach dem Spiel, haben die Fans gerufen, ihr habt gekämpft, wir haben es gesehen. Am letzten Sonntag haben sie euch ausgepfiffen beim Spiel gegen Tilburg. Wie bekommt man das auf dem Eis mit? Natürlich bekommt man das mit. Klar, die Fans kommen ins Stadion, wollen uns siegen sehen, das ist klar. Aber ja, wir versuchen immer unser Bestes zu geben. Und es ist halt schwer, wenn du gerade jetzt in so einem Tief bist. Aber da kommen wir raus. Das weiß ich ganz genau und damit fangen wir Sonntag an, dass wir 3 Punkte holen und dann wird es wieder. Hilft es, wenn die Fans hinter euch stehen und euch anfeuern oder bringt es euch auch noch mehr auseinander, durcheinander, wenn sie zum Beispiel pfeifen? Natürlich, wenn die Fans halt uns bejubeln oder schreien, das ist immer gut für uns und das gibt einen extra Motivationskick und das hilft auf alle Fälle, vor allem wenn du auswärts bist oder in schwierigen Situationen auf dem Eis, wenn du hinten bist und die Fans pushen dich nochmal. Es gibt eben nochmal einen Motivationsschub. Wie bist du insgesamt? Du bist ja dieses Jahr jetzt nach Duisburg gekommen. Wie bist du insgesamt mit deiner Situation zufrieden? Ja, mir gefällt es sehr gut. Ich bin super aufgenommen von den Jungs. Die sind alle gut drauf, sind alle gut befreundet und es macht mir sehr viel Spaß hier. Du hast vorher noch 2 Jahre auch Oberliga gespielt, davor hast du 2. Liga gespielt. Wieso war jetzt der Schritt, dass du in die Oberliga gehst? Wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich immer in guten Mannschaften gespielt und die Oberliga ist eine gute Liga, auf alle Fälle. Und vor allem mit Duisburg, wir wollen ja hoch, wir wollen was erreichen. Und ich bin mir sicher, wenn wir alle in einem Strang ziehen, dann können wir das alles packen. Gut, dann wird jetzt noch ein bisschen Geburtstag gefeiert oder fällt das jetzt doch ein bisschen gedämpfter aus? Ich denke eher ein bisschen ruhiger. Jetzt noch was essen im VIP-Raum oben und dann morgen nochmal gut trainieren, dann ein bisschen relaxen und dann Sonntag, volle Kanne auf Sonntag konzentrieren. Gut, dann wünschen wir weiter viel Glück, dass es dann endlich wieder klappt. Verletzungsfreie Saison, Dankeschön. Hallo zusammen. Ich glaube, am Anfang hat man gesehen, warum wir jetzt ein paar Mal in Folge verloren haben und dass da ein bisschen Unsicherheit und Unruhe da ist, so ein Wechselfehler mit 6 Mal dabei ist und das Ganze gleich 3 Mal, das sind so Sachen, die einfach nicht passieren sollen. Da haben wir Glück gehabt, so wie wir dann auch zu Beginn des 2. Drittels meiner Meinung nach Glück hatten. Duisburg, das leere Tor zum Beispiel, nicht getroffen. Ab der 25., 30. Minute war dann ein bisschen mehr Ordnung da, ein bisschen mehr Ruhe da. Ich glaube, dass wir dann ganz, ganz ordentlich gespielt haben. Wie gesagt, nicht für das, wo wir schon mal waren, vom Spielerischen her, sondern einfach für den Zustand, in dem wir uns befinden. Und ich denke, dass das Unentschieden gerecht ist.
dass das für beide Seiten in die Tore schießen können noch. Beide Seiten haben Chancen, aber ja, so richtig wollte heute keiner gewinnen. Vielleicht erklärt es den Lauf, den wir beide gerade haben. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir hier mit einem Sieg nach dem Halteschießen rausgehen können und hoffen, dass das der erste kleine Schritt in die richtige Richtung war. Dankeschön. Dankeschön. Der erste kleine Schritt, den hatten wir am Sonntag gehofft, in Essen gesehen zu haben. Wenn es wirklich ein kleiner Schritt ist, da hat man keinen Punkt, jetzt haben wir einen Punkt. Also dann geht es bei uns schon in die richtige Richtung, dann zwei Spiele. Bei euch sind sechs. Frank, bitte sehr. Guten Abend zusammen. Ja, Glückwunsch, Sven. Ja, unnötige Niederlage, meiner Meinung nach. Ich denke, meine Mannschaft hat gut gespielt für 60 Minuten. Wir hatten Chances für drei Spiele. Aber so ist das. Aber die Einstellung stimmt und die Moral und der Charakter. Weil ich kann nicht das trainieren in der Woche. Und ich muss das von selber kommen. Und der einzige bisschen negativ ist unser Unbezahl. Wir muss viel mehr Killer Instinct haben. Und, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich habe jetzt, wie Huda gesagt, zwei Spiele Gas gegeben, aber leider nur ein Punkt rausgekommen. Aber wie gesagt, du kannst trainieren, Kleinigkeiten, aber Moral und Einstellung muss ich von jedem einzelnen Spieler. Und wir haben leider verloren heute, aber ich würde das mitnehmen und konzentrieren uns für Sonntagsspiel. Danke.